aufstellen. Hallo Blome. NSA-Skandal, geht es auch ohne Amerika? Die Frage, die hätten wir uns hier vor ein paar Wochen wahrscheinlich so nicht gestellt oder ein paar Monaten oder so. Sie haben doch diese Frage ihr ganzes Leben mit Ja beantwortet. Nein, nein, nein. Das ist mir auch zu blöd. Das ist diese dumme, idiotische Leier. Jeder, der Kritik an Amerika übt, ist ein Anti-Amerikaner. So ein Unfug, so ein Quatsch. Die Amerikaner haben sich ehrlich gesagt etwas eingebrockt. Jeder Anti-Amerikaner übt Kritik an den USA. Das ist mir alles zu kompliziert. Okay. Wollen wir mal bei den beiden, was irgendwie auf der Hand liegt, nämlich, dass die Amerikaner echten Quatsch gemacht haben mit dieser weltweiten Überwachung, dieser Anspruch überhaupt. Wir als Amerikaner haben das Recht, die gesamte Welt zu kontrollieren und zu überwachen, weil wir, weiß ich auch nicht, weil wir das Recht einfach nehmen. In Deutschland terroristische Anschläge. Ich würde mal sagen, ja, das ist aber auch noch nicht richtig belegt. Nicht? Das wird dann immer nur gesagt mit den terroristischen Anschlägen. Ganz kurz, lassen Sie mich wenigstens mein Argument, weil ich meine, ich weiß, Sie stehen immer schon in den Startlöchern. Also, das ist ein Riss, der da geht durch diese deutsch-amerikanische Freundschaft, Hüstel. Der ist so tief, wie er noch nie zuvor war. ARD Deutschland-Trend fragt die Leute, wie steht ihr zu Amerika? 35% nur noch. 35% der Deutschen nur noch sagen, Amerika ist ein vertrauenswürdiger Partner. Ehrlich gesagt, das ist wirklich ein Warnsignal. Diese Wertegemeinschaft, die es vielleicht mal gab, ich glaube, die gibt es nicht mehr. Ich glaube, dass wir als Deutsche nur noch Europa haben. Wir sind in Europa, sind wir eine Wertegemeinschaft mit Amerika, teilweise eine Interessengemeinschaft, teilweise nicht mal mehr das. Also zu Europa kommen wir gleich nochmal, aber das finde ich, schlägt den Ball ein bisschen weit ins Feld. Komm, also wir sind uns völlig einig, das ist eine echte Provokation und eine Grenzüberschreitung. Erst jemanden als den engsten befreundeten Verbündeten zu bezeichnen und ihn dann nebenbei einfach nochmal vom Dach der hiesigen Botschaft in Berlin abhorchen zu lassen. Das geht wirklich nicht. Das ist sowas wie eine Lüge in einem partnerschaftlichen Vertrauens-, Freundschafts-, wie auch immer Verhältnis. Das geht nicht und dafür schulden die Amerikaner, wie ich finde, die US-Regierung, die NSA, Wiedergutmachung. Da bin ich völlig bei Ihnen und die ganze Empörung finde ich übrigens auch berechtigt, bis hin zu einer Forderung gewährt dem Whistleblower Snowden Asyl. Auch das fände ich eine Geste, die in Wahrheit eine hohle Geste ist, quasi ohne echte Folgen, aber immerhin, es wäre eine Geste zu sagen. Also er hätte was davon. Er hätte persönlich sicherlich was davon. Lieber München als Moskau. Also. Ja, und darauf kommen wir übrigens auch gleich nochmal. Natürlich lieber München als Moskau. Aber daraus jetzt abzuleiten, also beim Befund und bei der Umfrage sind wir ganz nah beieinander, das geht so nicht und das muss sich ändern. Und der Befund aber, aus dem die Schlussfolgerung zu ziehen und jetzt kappen wir alle Trosse und jetzt lassen wir Amerika und die waren ja sowieso nie in unserem Lager und die Werte hat es ja im Zweifel gar nicht, die gemeinsam gar nie gegeben und jetzt drehen wir uns schön nach Osten und machen es mit den Russen oder mit den Europäern. Die Europäer sind sich da noch nicht einmal einig. Es gibt übrigens ein europäisches Land, das nennt sich Großbritannien, das ist noch in der Europäischen Union. Die sind aber nun ganz nah an den Amerikanern dran. Das heißt, wie gehören die jetzt zu Europa oder zu Amerika, ihrer Meinung nach? Kontinentaldrift, was die gemacht haben, und zwar weg vom Kontinent. Ja, das war halt immer deren Thema. Aber trotzdem ist es ein Teil von Europa. Also wenn Sie so vollmundig von Europa sprechen, es gibt keine gemeinsame Außenpolitik und sie wird es auch für die nächsten 100 Jahre nicht geben. Sie wissen, das können Sie bejammern, aber wenn Sie es anders haben wollen, dann können Sie genauso gut raus aus dem Studio gehen und den Mond ankläffen. Ach nee, komm, das ist doch Unsinn. Das gibt doch Blödsinn. Seit dem Zweiten Weltkrieg gibt es sozusagen in Deutschland zwei Modelle, zwei Denkschulen, zwei Richtungen, die sich gegenüberstehen, Gaullisten und Atlantiker, die einen sagen, wir müssen das mit Frankreich machen. Und das haben Sie jetzt entschieden. In der Wahrheit ist das entschieden. Das ist genau mein Punkt. Danke, Sie nehmen das mir. Diese Frage ist entschieden. Wir haben sozusagen diese Wahl gar nicht mehr. Wir sind auf Europa angewiesen und mit Amerika, hey, ganz ruhig, Sie können wieder auf Bauchatmung umschalten, ist alles kein Problem. Wir wollen auch nicht die Trossen kappen oder wie Sie da so maritim. Ja, Wir wollen einfach Interessenpolitik mit dem machen. Ich bin zum Beispiel sehr für dieses Freihandelsabkommen, weil das wahrscheinlich der deutschen Wirtschaft nützt. Ich bin sehr dagegen, den Amerikanern diese SWIFT und Bankdaten und die ganzen Flugverkehrsdaten zu geben, weil warum eigentlich? Wieso sollen die von uns kriegen? Aber lieber Augstein, dann ändern Sie ja... Gegenseitiger Sie wollen Vorteil. Doch jetzt, dass ich irgendwas... Wir schalten auf Vorteil um. Aber Sie, das passiert doch die ganze Zeit schon. Sie wollen, dass ich im deutsch-amerikanischen, im europäisch-amerikanischen Verhältnis im Vergleich zu jetzt, was in Zukunft deutlich ändert, weil das quasi unverzeihlich ist und zeigt, dass die ganz anders sind, als sie immer taten. So. Ja, aber SWIFT, dass das schwierig wird, ist ja jetzt schon der Fall. Das Europaparlament hat schon Nein gesagt. Die Freihandelszone wollen sie auch. Dann sehe ich jetzt nicht den großen Unterschied in ihrer zukünftigen Haltung zu den USA. Für das Internet macht es zum Beispiel einen riesen Unterschied. Für die Infrastruktur des Netzes. Das, worüber die Südamerikaner nachdenken. Wir machen Nordkorea nach und machen ein eigenes Internet. Mit dem Unterschied, dass Nordkorea ganz klein und unwichtig ist und Europa ist relativ groß. Da leben 500 Millionen Konsumenten. Das macht schon einen riesen Unterschied. Das ist übrigens etwas, wovor die amerikanischen Datenkonzerne riesige Angst haben, dass als Folge dieser irren Regierungspolitik das Internet sozusagen fragmentiert wird. Und zwar nicht, weil die verrückten Chinesen sagen oder die Iraner oder so, wir wollen
hier die freien Meinungsaustausch kontrollieren, sondern weil die Westeuropäer aber sagen, genau das, wir lassen uns von euch nicht überwachen. Aber genau das würden sie doch herbeiführen, wenn sie das Internet, die globale Vernetzung zum Beispiel so fragmentieren, dass Bilder vom Tahrirplatz, wo es Aufstand gibt, nicht mehr nach Amerika kommen. Es geht um Kontrolle über die Infrastruktur. Nee, es geht, nee, die Kontrolle, nee, es geht, hat, im Moment hat die NSA die Kontrolle. Es geht um gemeinsame Werte und die Frage, ob nach diesem Vorfall wir jetzt zu dem Schluss kommen, die haben gar nicht unsere Werte, das war immer schon oder neuerdings. Entspricht das, ist das eine Lüge? Sind das unsere Werte? Sind das westliche Werte? Nein. Totale Kontrolle. Nein. Das ist wie Big Brother, das ist Orwell. Das sind nicht die westlichen Werte. In Wahrheit ist das, Entschuldigung, das ist eigentlich, die Sowjets hätten das gemacht, wenn sie gekonnt hätten. Die Chinesen machen das, wenn sie es können. Sie hat es das gemacht. Ist eben nicht Demokratie. Ja. Das ist genau das Gegenteil. Demokratie ist aber, daraus lernen zu können. Das tun Demokratie die ja nicht. Lernen die? Moment. Haben Sie Keith Alexander gehört, wenn er gesagt hat, das ist alles legal, it's all legal, what we do here? Ja, dann musst die du, lernen nicht. Dann musst du eben die Gesetze ändern. Und diese Demokratie ist in der Lage, die Gesetze zu ändern. Russische Gesetze werden geändert, wenn Herr Putin es gerne hätte. In China gibt es im Zweifel gar keine. Und das ist der Unterschied. Okay. Und dem finde ich, da muss man schon noch die Kirche so ein ganz bisschen im Dorf lassen, auch wenn der Begriff echt abgedroschen ist. Wo stehen wir denn näher zu? Ich sage ja nicht, dass wir eine Schnittmenge von 100% mit den Amerikanern haben. Die hatten wir ja in Wahrheit noch nie. Und die Idee, sich zwischen dem Gaullismus, also nur auf Europa gucken oder auf das weitwunde Frankreich zu gucken aus deutscher Sicht, oder es mit nur den USA zu machen, ist sowieso schon immer ein künstlicher, kranker Widerspruch gewesen. Den gibt's, man muss halt beides machen. Ja. Man muss halt Europa stärken, aber nicht, um sich autonom gegen die USA zu stellen. Das sind schon noch unsere Freunde. Auch wenn sie jetzt echt mal Mist gebaut haben. Abstellen. Unterstellen Sie mal eine Sekunde, wir wären Freunde. Nee. Und jetzt würde ich Ihnen irgendein Glas ins Gesicht kippen. Dann wären wir doch immer noch Freunde und Sie wären halt nass. Nee. So, das denken Sie sich. So stellen Sie sich das vor. Der Witz ist doch, dass das unter Obama, das gar nicht anders ist, als es unter Bush war. Ich meine, welche Hoffnungen haben sich mit Obama verbunden? Das ist doch genau das Ding. Sie sagen, Amerika ist ein demokratisches System. Sie sagen, Amerika ist ein demokratisches System, da können andere Leute gewählt werden, können ja auch. Das Problem ist, dass der eine ist so wie der andere. Sie hatten einen Republikaner, der war ein schlimmer Kriegsfinger und hat sozusagen die Welt mit Krieg überzogen. Dann hatten sie den, dann kommt der Demokrat, alle denken, hurra, jetzt wird anders. Man stellt fest, der macht den Drohnenkrieg, der macht die weltweite Überwachung, der lügt im Zweifelsfall. Wahrscheinlich hat er die Kanzlerin einfach an, irgendwie so Best Friend und so, ich weiß aber alles, was du denkst und sagst. Es nimmt sich nicht viel. Und warum? Weil es ein kulturelles Problem ist. In Wahrheit ist die Kultur eine andere geworden. Nein, das ist, nein, weil, ist ja auch weil gar nicht beide, so, warum auch nicht? Beide, ihr, aus welchen Gründen auch immer und wer es auch zugelassen hat, kann ich nicht beurteilen. Aber offenkundig haben sich die Nachrichtendienste weitgehend selbstständig gemacht. Ich glaube nicht, dass wir... Es hat nichts mit dem Weißen Haus zu tun. Es hat was mit dem Weißen Haus dramatisch zu tun, in dem Sinne, dass die ihre Dienste offenkundig, dass das Weiße Haus, die Regierung, Obama, offenkundig die Dienste nicht im Griff hat. Das ist ein Versäumnis, das ihm anzuhängen ist. Ich glaube aber nicht, bis zum Beweis des Gegenteils, dass der einen Zettel ausgefüllt hat, ich möchte jetzt gerne, dass Angela abgehört wird. Oh, weil ich will wissen, wie sie die Streusel auf den Kuchen kriegt. Das ist jetzt eine sehr dünne Argumentation, ich glaube, Herr Kollege. Es ist ja schlimm genug, dass ein Regierungschef seine Dienste nicht in der Hand hat. Was ist denn jetzt schon wieder los? Darauf ein Frühschoppen. Ein Spätschoppen, Frühschoppen, Frühschoppen. Aber dann, also wenn schon, denn schon. Ne? Also wenn es wehtun soll, dann aber richtig. Weil wir feiern nämlich jetzt ja auch nicht nur das, worüber wir reden, sondern wir feiern auch 60 Jahre internationaler Frühschoppen. Die Sendung gibt es immer noch, wie Sie wissen, bei Phoenix. Was viel zu wenig Leute wissen, ist, dass es diese Sendung immer noch gibt. Und nicht wahr? Ich habe vor 10 Jahren aufgehört. Ich kann das nicht machen. Ich habe vor 10 Jahren aufgehört zu rauchen. Das werde ich jetzt für diese Sendung nicht machen. Ich habe sehr lange und sehr, sehr gerne geraucht, aber ich habe aufgehört. Es geht. Man kann aufhören zu rauchen. Auch Werner Höfer, aber, wenn er heute leben würde. Dann sollte man sich keine Zigarette... Aber meine, das wäre mal wirklich interessant, jetzt mal eine Runde zusammenzukriegen, die sich erstens vollkelcht mit diesem köstlichen, von der Sonne verschonten Weißwein. Ja. Und zum anderen... die aus internationaler Sicht der Frage nachgeht, wer jetzt einfach die Pfanne heiß hat. Die Deutschen, weil sie irgendwie am Rad drehen und Herrn Snowden Asyl gewähren wollen. Da würde ich gerne mal eine andere Meinung hören aus Russland, dem freien Land, oder aus Amerika. Oder die Amerikaner tatsächlich alle Werte verloren haben und bald noch nicht einmal mehr Marlboro rauchen. Sie, das schrecklich? Irgendwie steht Ihnen das aber mit der Zigarette, muss ich sagen. Also, ich kann es tragen. Ja, steht gut aus. Ich schau mal Prösterchen, nicht? Also, Prösterchen. Und auf Werner Höfer, der war echt ein... Auf 60 Jahre Frühschoppen. 60 Jahre und weiter 60 Jahre. Ne? Ich Die Szene können wir aber nicht oft wiederholen. Nee. Also, tschüss. Hoppla.